Okay, Leute, da sind wir wieder. Und in dieser Folge werde ich jetzt wirklich einen Demon Joe jagen. Ich habe ihn zwar noch nicht freigeschaltet, aber ich bin jetzt auf Expedition gegangen. Und wir schauen mal. Er sollte hier irgendwo rumrennen, deswegen, was nehme ich mit dem für eine Waffe? Ich habe keine Ahnung, auf was der empfindlich ist, aber wir nehmen jetzt einfach mal die Drachenschadenwaffe. Sah ja ganz gut aus. So, das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. Wird schon schief gehen, wird schon richtig schief gehen. So, erstmal hier eine Runde mit Geld bezahlen und wir hauen uns... Was haben wir uns rein? Verteidigung. Verteidigung ist immer gut. Mhm. Auf Expedition läuft nicht wirklich Musik jetzt, wo wir angekommen sind. Ich schau mal eben kurz noch. Gebratene Steaks haben wir. Sehr gut. Und dann brechen wir auf. Mal gucken, ob wir ihn irgendwo finden. Er soll auf der Map angeblich sein. Er wurde mir zumindest angezeigt. Und deswegen rennen wir mal los. Und zwar in, ja, gute Frage. Erstmal hier lang Fußspuren suchen. Da sind ein paar Kajalakas. Oder wie auch immer die heißen. Von denen muss ich auch noch ein paar Spuren sammeln. Kajalaka-Kritzel, gib her. Und ich glaube nicht, dass der Demon Joe sich in höheren Gebieten aufhält. Der wird irgendwo unten sein. Deswegen bewegen wir uns einfach mal runter. Oh, was haben wir da? Ah, Ratter. Pink Ratter. Ratti, Entschuldigung. Das ist nix. Keine Fußspuren. Fußspuren, Fußspuren. Kerben. Alles klar. Weiter runter. Die Fußspuren vom Zizi. Zizi-Akku. Hallo. Ich habe keine Zeit für euch. Ciao. Hm. Na also. Ach nein, das sind ein paar Olumen-Fußspuren. Egal, nehmen wir mal mit. Alte Federn. Da unten rennt der Zizi rum. Der kann uns jetzt mal, auf den haben wir gerade keinen Bock. Ciao. Oh, alte Fußspuren. Na gut. Entschuldigung, keine Zeit. Er muss hier lang gekommen sein. Und wir sind bald auf einer Fährte, auf einer Spur. So, das dürfte reichen. Na, immer noch nicht. Mist. Aber er ist hier lang gekommen. Aha. Dann wollen wir mal. Was? Wohin rennst du? Ups, Entschuldigung, Kelpi. Ach komm, Kelpi, hau ab da. Ich kann sein, dass ich das nicht schaffe, aber hey, versuchen will ich's mal. Aua. Oh, Scheibenkleister. Mir fällt gerade auf. Ich muss noch einen Maxi-Trank nehmen. Auch wenn ich hier in die Ecke getrieben bin. Ach, verdammt, komm schon. Alter, ich werde dich gleich sowas von platt machen, hoffentlich. So. Autsch. Ach, nice. Der arme Zizi-Akku. Hohoho. Der frisst den einfach auf. Was geht? Lässt du den nochmal los? Alter, wird er ihn umbringen? Was geht? Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Oh, ich muss da... Oh, was habe ich... Warum habe ich eine Feuerwaffe? Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss da erstmal einen taktischen Rückzug angehen, weil das geht gar nicht. Feuerwaffe...
Es scheint nicht sonderlich stark zu sein gegen den, aber egal. Oh, das ist mies, das ist mies. Wow. Ciao. Oh, dann sieht man die Fußspur. Die nehme ich noch gerne mit. Und was haben wir da? Ich frage mich, ob der Sitzjaku noch lebt. Mali kommt angeschlichen. Okay, müsste geklappt haben. Dann wollen wir doch mal direkt ins nächste Lager. Wow, nein, hat nicht geklappt. Wie nice das ist, wie der uns einfach verfolgt. Ich glaube, wir haben es verkackt. Ciao. Ich glaube, der kommt uns immer noch hinterher, ne? Mal hier lang rennen. Ach, der Tsitsiaku ist unter uns. Da ist er ja. Der sieht arg ramponiert aus. Okay, der hat losgelassen, glaube ich. Mir ist das echt am Anfang nicht aufgefallen, dass ich die falsche Waffe mitgenommen habe. Ich dachte, vom Weg her wäre ich bei der richtigen gelandet, aber egal. So, nehmen wir uns den hier, südliches Lager. Nochmal kurz neu formatieren. Ups. Na komm schon, falsche Taste. So, Ausrüstung ändern, zack. Das hier wollte ich mitnehmen. In dem Falle jetzt gehe ich doch nochmal ein bisschen mehr auf Abwehr, denn der haut schon ordentlich rein und der haut viel rein. Ich gucke mal, ob ich mir noch eine andere... Ich habe ja noch den Boost hier. So. Und, oh, wir müssen uns übrigens beeilen mit dem Demon Joe, denn der... Wir sind ja auf einer Expedition, der kann jederzeit abhauen. Hübsches Bild von dem. Führe das Monster auf. Können wir eigentlich ein Notsignal werfen? Bam. Mal gucken, ob irgendwer dazukommt. Wer weiß. Moment, da war noch eine Fußspur. Ich weiß auch nicht, ob es reicht, wenn wir den besiegen einfach oder so, ob wir dann danach die Quest bekommen. Egal, auf jeden Fall kämpfen wir den jetzt und dann ist ja auch heute oder morgen, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Folgen aufgeteilt habe, der Stream auch schon. Und da werden wir den Demon Joe, denke ich, noch ein paar Mal abfarmen können. Bevor es in der Hauptquest zum Demon Joe weitergeht, im normalen Let's Play. Und wieder eine Spur, gib her. Keine Zeit, ich muss zum Demon Joe. Wo ist er? So, und los geht der Spaß. Sehr nice. Au, verdammt. Der kann ja auch... Der kann sich wehren, wenn er eingesperrt ist. Was geht bei dem? Bleiben wir lieber mal dahinter stehen. Autsch. Autsch. Oh. Das ist aber ganz lieb.
Er bringt jetzt Sitzi-Jaku echt noch um, das Tzatziki-Ding jetzt. Autsch, autsch, autsch. Aber egal, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und da steckt er fest. Au. Ah, haha, komm her. Aua. Weiß brauchen wir. Ich muss ihn noch am Kopf treffen. Okay, das hätten wir. Den haben sie echt schön gemacht, den Devil Joe, muss ich sagen. Also er sieht halt viel, viel besser aus als in den anderen Teilen. Klar, Grafik und so weiter. Oh, warum habe ich mich nicht festhalten können? Egal. War gerade dabei eigentlich. Wow, wow, wow. Drachenschaden. Hallo, Rettung? Oh, da, da ist die Rettung. Genau, das war der Plan. Wie kriegen wir Schaden? Komm, Tzatziki, rennen! Generell kann er die Abwehr runterhauen, so wie es ausschaut. Das ist natürlich ganz schlecht. Aber egal, gut, dass wir so viel Abwehr haben. Alter, ist der wild. Ich komme nicht mehr zu irgendwas. Oh shit, jetzt ist aber Zeit hier. Komm, bleib drin. Bleib einfach drin. Krass, der haut ab. Weitere Fußspuren und weg hier. Die Kleinen hauen auch ab, alles klar. So, da ist er ja. Mal gucken, was hast du hier zu suchen? Jetzt wäre doch schön, wenn ein kleiner Kirin kommen würde. Na, schade, Hörstleistung ist schon wieder ausgelaufen. Geht bei dem, auf damit. Spinner. Hyperaktives Mistvieh. Oh, verdammt. Wow, gerade so entkommen. Ich sehe nichts mehr. Wo ist das Monster da? Schade. Die mit so Fußspuren nehme ich doch mit.
Oh, hallo Zizi. Möchten Sie sterben? Ah, blau heißt nicht wirklich wirksam gegen den, glaube ich. Jedenfalls könnte ich mal an die... Na toll. Eigentlich gerade verschwindet, dass ich es an der Stelle einsetze. Was knistert denn hier die ganze Zeit? Sind das die Wespen? Die kleinen Wespendinger? Fußspuren nehme ich mit. Und hier nehme ich auch mit, oder? Ist das die? Die Wackelwürmer, wie sie gucken. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwas mit der Ausdauer gemacht, weil die Ausdauer, die ist viel niedriger. Oh, ist da jemand müde? Ach, komm schon. Wo sind deine orangen Spots? Der Bauch? Okay, der Bauch. Autsch. Oh, verdammt. Das ist aber jetzt echt unfair. Komm, lass mich in Ruhe. Ja, gepärt, Mali. Nimm mich gerne an. So, jetzt sind wir wieder dran mit drauf rumspringen. Energie geht leer. Das ist schlecht. Ah, okay, super. Ah, toll. Die Waffe ist nicht geschliffen. Das hätte ich mal eben machen sollen. Das habe ich jetzt vercheckt. Ah, okay, super. Abgehackt. Dann nehme ich kurz das Material, weil das vergesse ich sonst. Und jetzt sollte ich die Waffe schleifen, egal wie sauer der ist. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Okay, sehr schön. Und nun spielen wir Monster Hunter. Zack. Oh, verdammt. Gibt's doch nicht, komm schon. Ach, verdammt. Ist gerade die Energie leer gegangen. Schade. Au. Ups. Na komm, wir haben den gleich. Kann doch nicht mal allzu lange dauern. Oh, da fällt er. Und jetzt ist perfekt. Sehr schön. Nicht sehr schön. Oh, er haut ab. Alles klar. Das gibt uns Zeit, hier ein wenig zu looten. Die Fußspuren will ich nicht wirklich. Egal. Wo liegt der Schwanz? Der lag doch eben irgendwo hier. Da, da ist er. Alles klar. Gib her. Wir können zweimal looten, oder habe ich mich verguckt? Nee, können wir nicht. Schade. Warum helfen uns die Kelpies eigentlich nicht? Ich fände es gut, wenn die Kelpies kämpfen könnten. 200 Kelpies können so einen Demon-Joe bestimmt besiegen.
Alte Fußspuren, alte Fußspuren. Fußspuren, weiter sammeln Punkte. Okay. Hallo. Dürfte ich Sie bitte einmal begrüßen? Jetzt noch Legianer dazu. Hoffentlich verlässt er dich hier nicht bald das Gebiet. Das wäre echt ätzend. Au, aus der Luft. Seht ihr, ich habe immer kaum Energie. Keine Ahnung. Ich fand, das war früher irgendwie etwas einfacher mit dem Rumfliegen in der Luft. Ach komm schon, komm mal, gib her. Ich bin wahrscheinlich gestunt. Oder auch nicht. Glück gehabt. Jetzt bin ich gestunt, alles klar. Mistvieh. Au. Au, Energie leer. Ist klar. Oh. Ist da wer müde? Wisst ihr was? Ich werde jetzt definitiv mal die Chance nutzen, den zu fangen. Was soll's, holen wir uns eine Falle. Dann gehen wir den fangen. Zack. Der haut jetzt eh irgendwo ab in die oberen Gebiete. Ich habe vergessen, eine Falle einzupacken. Die habe ich eben irgendwie verbraucht in der Folge davor. So gesehen für euch. Und deswegen müssen wir eine holen. Objektruhe. Ja, okay, alles klar. Haben wieder. Sehr schön, Objekte sortieren. Nein, komm. Falsche Tasten. Zurück, zurück, zurück. Okay. So, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier? Notleuchtsignal? Hä? Ach, ich breche jetzt ab. Jetzt brauche ich auch keins mehr. So, dann wollen wir mal. Wir haben den Demon Joe, der irgendwo rumeiert. Wo rennt der denn hin? Hat der hier einfach kein Nest? Egal, wir rennen mal hinterher. Wo auch immer hin rennt. Ach, da ist er. Ach, ich lasse ihn mal weitergehen. Was soll's. Wie gut, dass wir gerade nicht die Falle hingelegt haben. Ich habe echt schon drüber nachgedacht. Oh, da will er hoch. Moment, dann nehmen wir uns doch eben kurz die alten Paolo-Fußspuren mit. Ich glaube, jetzt hat er sich wirklich schlafen gelegt. Alles klar. Das wär's, Leute. Wir haben ihn. Wenn man den fangen kann, müsste doch eigentlich, oder? Täusche ich mich gerade. Wow. Das gibt's doch nicht. Moment. Es ist keine Möglichkeit, dass man da irgendwie herunterkommt, ohne... Ja doch, einfach klettern. So, zack. Und gute Nacht, komm schon. Demon Joe gefangen. Das wär's. Denkt ihr euch hier einfach die Siegesmusik hier?
Sehr gut, wir gehen zurück ins Lager und damit wäre es das erledigt. Ich guck mal kurz, was für schöne Teile wir bekommen haben. Zu dem Lager hier zurück. Zack. Der arme Tsitsiaku, der hat ordentlich eingesteckt. Ja, komm, ist okay. So, dann gib uns eine Belohnung. Im Zweifel einfach reinhauen. Belohnung annehmen. Demon Roll Lederhaut und wir... Neuer Rekord, okay. Ich glaube nicht, dass das als diese Spurensuche gegolten hat. Wir gehen auf die Jagd. Egal, ich spreche mal zurück. Auf. Ja. Kehre zurück. Wir sehen ja jetzt, ob das jetzt dafür zählt, wenn sich der Balken füllt, wenn es überhaupt einen Balken gibt. Es gibt keinen Balken. Alles klar, das hat nicht gezählt. Wir haben aber einen Demon Joe besiegt. Also heißt an der Stelle, tja, was soll's. Wir gehen mal zurück zu den Gelehrten, mal gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Und die Ladebildschirme sind noch immenser geworden, finde ich. Keine Ahnung. Teilweise sind die Ladebildschirme jetzt bis zu einer Minute. Ich dachte, das war vorher besser. Okay, egal. Genug über den Ladebildschirm beschwert. Das wird sich wahrscheinlich nie bessern. Dann ist es so. Ah, gut. Da hat sich was getan. Was ist hier los? Vielen Dank für deine Geduld, Jägerin. Ich habe die Analyse der Spuren abgeschlossen, die 5 für uns gesammelt haben. Lass uns woanders reden. In Ordnung, folge uns. Wir haben endlich alle Spuren analysiert, die du gefunden hast, und hier sind unsere Schlüsse. Wir waren in der Lage, den genauen Aufenthaltsort des Demon Joe zu bestimmen. Keine leichte Aufgabe. In der Tat, diese Bestie kommt und geht, wie es ihm gefällt. Es war ein Wunder, dass wir es so schnell aufgespürt haben. Ja. Wenn wir die Chance verpassen, bekommen wir vielleicht so schnell keine andere Gelegenheit. Wir haben hier die Quest namens Der Herr der Nahrungskette bekannt gemacht. Das ist eine beängstigende Aufgabe, aber nur du kannst sie erledigen. Wegen der extremen Gefahr durch den Demon Joe darf niemand den uralten Wald betreten, mit Ausnahme der Forschungsgruppe. Das bedeutet, dass die Wildexperten im Lager bleiben müssen. Im uralten Wald ist es zu gefährlich für sie. Auf geht's! Da die Regeln jetzt kristallklar sind, können wir aufbrechen. Okay. Ach, die besondere Aufgabe ist freigeschaltet. Ich guck mal, habe ich sonst noch irgendwelche Aufgaben hier abzuholen? Nö, im Grunde ist das jetzt hier. Schau mal kurz nach. Tada, neue Quest bekannt machen, besondere Aufgaben. Ja, nice. Und da können wir Leute einladen. Uralter Wald. Dann machen wir es doch die nächste Folge, Leute. Ich denke, das kommt nach dem Stream dann. Dementsprechend wird es im Stream nicht zu sehen sein. Ich rede mal kurz mit dem hier. Ne, nix. Gar nix. Okay, hat gar nicht gezählt. Ah, doch, da hat es gezählt. Null. Alles klar, den müssen wir wohl noch ein bisschen härter erforschen. Gut, an dieser Stelle danke ich fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.